Manchester. Am Flughafen der britischen Metropole ist kürzlich eine Condor Boeing 767 gelandet. Die Maschine wird für einen der regelmäßig stattfindenden Checks einige Tage in der Halle stehen. Diesmal sind es aber nicht ausschließlich Techniker, die sich um das Flugzeug kümmern. Ein extra angereistes Team von Spezialisten wird die Boeing 767 des deutschen Ferienfliegers für ein Charity-Projekt der Condor in den Janosch-Flieger verwandeln. Gerade ist Florian Rothart, Leiter des Bereichs Engineering, aus Frankfurt angekommen. Neben der Überwachung des aktuellen Checks der Maschine wird er sich heute einen Eindruck über den Fortschritt der Beklebung verschaffen. Ich bin heute Morgen hier angekommen und gucke mir mal an, wie weit wir jetzt mit der Beklebung sind. Der Flieger steht hier draußen bei uns vom Büro und die ersten Aufkleber sind schon dran, das ist schon mal gut. Und es gibt so ein paar Stellen am Flieger, die sind ein bisschen frickelig. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir die Aufkleber auch richtig ordentlich dran bringen, damit es auch später schön aussieht. Was wir jetzt auf dieser Seite als nächstes machen wollen, ist den Bären aufkleben. Der ist so gestaltet, dass er die Gäste begrüßen kann mit einer Blume in der Hand. Und ist auch ein großes Motiv und das kann sein, dass es ein bisschen knifflig wird, ihn aufzubringen. Das gucken wir uns jetzt auf Flieger gleich mal an. Hi Steve. Hi. I'm Florian. How are you? Can we have a look at the bear? Yeah, just up there. Just yeah? Up there. Okay. Okay, come on. Okay. Was wir jetzt hier schön sehen kann, der Steve und sein Kollege, die bringen jetzt hier hinter uns den Bären an. Wir sind jetzt hier im hinteren Teil vom Flugzeug. Und da kann man mal schön sehen, dass es dann doch eine Herausforderung sein kann, so einen großen Aufkleber auf zum Teil gewölbte Flächen aufzubringen. Wir sehen das hier. Die Kollegen haben so eine Art Schabe in der Hand und bringen den Aufkleber hier auf. Und später wird dann die Deckfolie abgezogen, dass wir also den Bären in seiner vollen Farbe sehen können. Ja, der Bär hinter uns lacht, ich jetzt auch, weil er klebt an der richtigen Stelle und mit seiner Rose in der Hand wird er in Zukunft unsere Gäste begrüßen. Nicht nur der Bär ist fertig aufgeklebt. Auch das blaue Condor-Logo hat sich im Laufe des Tages in die bunte, vom Künstler Janosch gestaltete Version verwandelt. Ja, ich freue mich, dass die Aufkleber drauf sind. Sieht super aus. Auch der normale Check läuft eigentlich wie geplant. Und da sind wir froh, dass der Flieger bald jetzt wieder zurück in die Operation geht und in seinen neuen Farben durch die Welt fliegen wird. Mehr Informationen zur Kooperation auf www.condor.com.